Hallihallo, Hallöchen, willkommen zu einem neuen Video. Warum ich eine Maske anhabe, ich stehe natürlich schon wieder vor Rockburg an. Und unsere Meinung habt ihr ja jetzt hoffentlich schon gesehen, wenn nicht, ist hier nochmal unten und oben verlinkt. Das Video ist zu Rockburg und heute haben wir ganz viele liebe Freunde hier, die wir natürlich auch mal fragen wollen, wie findet ihr Rockburg, was haltet ihr vom Fly, wie findet ihr das Essen, und das werdet ihr hier auf diesem Kanal sehen. Viel Spaß damit und alle Kanäle, Instagram sind hier natürlich unten verlinkt. Schaut doch auch gerne mal bei den Herrschaften vorbei. Es geht auf jeden Fall los, jetzt endlich. Nathalie, Matthias sind auch am Start, sind wieder ganz viele Leute am Start. Die werden wir nachher auch alle fragen, den Themenbereich finden. Und heute hat der Themenbereich früher aufgemacht. Wir haben jetzt 10.20 Uhr. Hammer. Das ist der Hammer, ohne Witz. Das ist wirklich der Hammer. Wie haben die das hier hingekriegt? Das ist so wirklich, als ob es ganz woanders wäre auf einmal. Also das ist wirklich Wahnsinn. Also so habe ich, ich habe ja jetzt schon Sachen gesehen bei euch im Video und so, aber das selber so zu sehen, wie groß das ist und wie realistisch das irgendwie alles so wirkt. Trina, erzähl mal, wie fandst du es? Mega, also die ersten 2 Minuten, die haben mich schon so geflasht. Ich bin begeistert, was die Fantasia Lamp hier auch wieder gemacht hat. Und auf Fly gespannt? Selbstverständlich. Lange drauf gemacht. 4,5 Jahre, 5 Jahre ungefähr. Ja. Aber es war tatsächlich gelohnt. Gefühl, in diesem Sitz gedrückt zu werden, das ist schon nicht so angenehm für mich jetzt. Oh, du ohne Witz. Es war mega geil. Ja, ich habe keine Worte gehabt. Hast du den Flug gut überstanden? Ja, habe ich. Ich habe es noch nicht verarbeitet. Ich bin begeistert. Also das ist wirklich mega. Ich bin geflasht. Machen wir nochmal? Ja, gerne. Sehr gut. Hier ist nicht schlecht geworden. Überhaupt Schnelligkeit. Perfekt, bequem. Das war wie beim Quidditch, wenn ich das anmerken darf. Ja, klar, gerne. Das war richtig geil, wie so auf so einem Besen und dann reitest du da richtig geil. Aber ich habe jetzt keine Stimme mehr. Also ich bin ja noch nie ein Flying Coaster gefahren, deswegen war es für mich eine ganz andere Erfahrung. Erstmal der Themenbereich ist super, super schön. Wir gucken jetzt uns aber alle einzeln an, da hatten wir gar keine Zeit jetzt. Aber dieses Gefühl, man liegt hier im Prinzip in dem Sitz, war für mich ein bisschen anders. Also wie gesagt, ich habe das noch nie erfahren. Deswegen war es für mich am Anfang ein bisschen komisch. Man muss sich auch, glaube ich, erstmal dran gewöhnen. Aber die Erfahrung war schon sehr, sehr cool. Ja, hat dir gefallen? Ja. Aber die Sitze sind nicht ganz so bequem. Findest du nicht? Nee, als er mich nach unten gedrückt hat, der Mitarbeiter dachte, oh Gott. Du musst jetzt mal irgendwie wissen, wie man drin liegt, oder? Ja, also ist eine Gewöhnungssache, wenn man noch nie einen Flying Coaster gefahren ist, aber wir fahren auf jeden Fall heute nochmal. Dann ist es gemütlich. Hendrik, darf ich dich auch fragen, ja, gerne. Wie die erste Fahrt für dich war und wie es war, wo du den Themenbereich gesehen hast? Ja, ich muss sagen, mein Highlight ist nämlich der Themenbereich. Die Fahrt an sich selber, ich habe sie nicht völlig erwartet, aber irgendwie ist das nicht so mein Flying Coaster. Es macht Spaß. Aber ich finde zum Beispiel Inverted besser an der Stelle. Aber das ist, glaube ich, nur meine persönliche Meinung. Was nicht heißt, dass es keine sehr gute Achterbahn ist. Und der Themenbereich, du hast ihn ja noch nicht komplett erkundet, aber... Ich glaube, es beschreibt eigentlich ziemlich gut, dass Nebel aus dem Boden rauskommt. Ja, der Nordic Wolf ist auch wieder hier am Start. Du bist heute am ersten Tag hier. Oder heute dein erster Tag hier in der neuen Themenwelt in Rundburg. Und du bist gerade auf den Flying Coaster Fly gefahren, oder? Ja, genau. Das ist
unglaublich, was sich das Phantasialand hier hingestellt hat. Gerade ich als nicht gerade der größte Phantasialand-Fan muss sagen, echt krasses Gerät. Also man kann sich hier einfach hinstellen, selbst wenn man die Bahn nicht fährt, man kann sich hinstellen und es einfach nur genießen. Weil auch dieser Sound von der gesamten Themenwelt, der ist einfach unglaublich. Man sieht hier immer irgendwas vorbeirauschen, man hört irgendwo ein Pfeifen zwischen, man sieht Nebel und das alles sieht man auch noch während der Fahrt. Also es wird unglaublich. Es ist hier auf jeden Fall kein Phantasialand-Niveau, sondern einfach darüber. Sie haben sich selber übertroffen und damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Weil beim Phantasialand kann man sich ja schon verabschieden von irgendwelchen Fahrten, die was mit der Thematisierung zu tun haben. Aber das hier ist wirklich unglaublich gewesen. Gerade den Themenbereich genauer an. Was hast du gerade gesagt? Ich kann gar nicht nachvollziehen, dass das hier das Phantasialand ist. Es ist wirklich so, als ob man ganz, ganz woanders ist. Das ist total der Wahnsinn, wirklich. Das ist echt krass, wie sehr einen der Themenbereich einfach in Bann zieht. Und man sieht aus dem Themenbereich halt auch nichts anderes vom Park. Und das ist halt schon ein ziemlich krasses Erlebnis. Der Willi ist auch am Start heute. Ein Moment. Jetzt erkennt man mich. Du bist gerade die erste Fahrt gefahren, oder? Ja. Und? Unbequem. Unbequem? Unbequem. Also ich komme mit dir. Ein bisschen zu lang. Es drückt ein bisschen an den Schultern. Nee. Oder? Die Knie. Hier tat mir alles weh. Uiuiui. Und wie war der erste Eindruck von der Themenwelt, wo du reingegangen herrlich, bist? Herrlich. Das ist natürlich herrlich hier. Ganz toll. Wie hat es dir denn hier gefallen, Mut? Erzähl mal. Im Restaurant jetzt meinst du? Generell Restaurant, Rockburg. Also das Restaurant finde ich sehr lecker, auch wenn die Preise auf den ersten Blick etwas höher erscheinen. Es ist wirklich sehr lecker gewesen. Ich wurde auch von der Bowl super satt. Ich habe gar kein Dessert mehr geschafft. Ich habe ein bisschen beim Sven genascht. Ansonsten, Rockburg gefällt mir sehr gut. Fly wird jetzt nicht meine super Lieblingsachterbahn, aber man muss es mal getestet haben. Aber schaut, es ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Schaut mal gerne hier in den Themenbereich rein, auch in die Ecken, die Details, die Toiletten. Es ist alles durchthematisiert. Justin, du hast jetzt hier den ganzen Tag im Themenbereich verbracht. Was hat dir am besten gefallen? Jetzt Fly, das Essen schmeckt sehr gut und man taucht so komplett in diese Welt ein, was den Park sehr, sehr gut benutzt. Wurden deine Erwartungen getroffen? Hast du mehr erwartet oder? Nee, perfekt, alles perfekt getroffen. Ich bin mega happy. Wie oft bist du heute schon gefahren? Zweimal. Und jetzt gleich noch eine dritte Runde, oder? Genau. Und da geht's jetzt hin. Im Themenbereich verbracht und du machst jetzt auch gerade Essen im Uhrwerk. Wie ist es denn? Es war sehr lecker. Es war köstlich, kann ich nur sagen. Ja, jetzt haben wir die Themenwelt verlassen. Der Daniel hat jetzt ganze Eindrücke gefangen, oder? Ja, jetzt bin ich zurück im Phantasialand. Nach fast 6 Stunden. Wie war dein Tag in der neuen Themenwelt? Wirklich toll. Also wirklich auf jeden Fall herkommen, selber anschauen. Ich hätte nie gedacht, dass man so lange die Zeit dort verbringen kann. Ne? Allein, dass man sich alles angeschaut haben. Wir haben noch lange nicht alles gesehen. Also wirklich richtig, richtig gut. Und was sagst du über die Gastronomie? Du warst heute im Uhrwerk essen, oder? Ja, ich war sehr zufrieden. Also ich hatte einen Burger, den Captain's Burger mit Steakfleisch drauf und ein gutes Dessert. 1A, super. Klar, die Preise sind ein bisschen höher, aber es lohnt sich wirklich. Kann die Themenwelt mithalten mit den Disney-Themenwelten? Ja, finde ich schon. Ist natürlich nochmal was anderes, weil jede Disney-Welt hat ja irgendwie so ein Thema, ne, was man irgendwie kennt aus irgendwelchen Filmen. Das ist hier nicht so, aber es ist definitiv 1A. Also ein gelungener Tag auch für dich. Und wir haben auch heute natürlich auch noch Nathalie getroffen. Die
Sachen durften sich natürlich auch noch nicht entgehen lassen. Wie fandest du es denn? Ja, also der Themenbereich ist echt mega toll geworden, mega schön. Mit der Achterbahn da integriert in den Bereich. Ich fand das richtig, richtig cool. Die Achterbahn an sich war auch cool. Ich sag mal so, sie wurde mit jeder Fahrt besser. Ich fand sie anfangs ein bisschen träge, so. Es kam nicht so Geschwindigkeit auf. Aber wir sind zu vorne gefahren. Vorne war besser. Ne? Ja, vorne war gut. Vorne war Airtime. Ja, das stimmt. Ja, wie fanden die Ober? Was hat euch da, was habt ihr da gegessen? Ich hatte die so Teigtaschen. Irgendwie Teigtaschen. Ja. Also das war gut, aber es war halt sehr wenig. Es hat 15 Euro gekostet und es war. Ich bin nicht satt von geworden. Matthias hatte irgendwie so, oh Gott, wie hieß das? Diesen doppelten Burger. Diese Pommes-Schippe. Genau. Ja. Und da habe ich mitgegessen dann am Ende noch. Aber das war gut. Dann war gut. Ja. Habt ihr auch noch das her gegessen? Nee. Nicht mehr? Nee, haben wir uns nicht mehr gegönnt. Wir haben uns auch keine Getränke gegönnt. Wir wurden halt komisch angeguckt. Was? Nein, beim nächsten Mal. Kommt ihr jetzt bestimmt noch öfters, ne? Aber nächstes Mal Taverne. Ja, okay. Ja. Also Fazit, es hat euch gefallen. Ja. Und da habt ihr an dieser Stelle auch mal Meinungen von anderen Leuten gehört. Das waren alles Freunde, Bekannte oder Kollegen, die auf Instagram oder YouTube aktiv sind. Genau. Also wir haben jetzt keine fremden Leute gefragt. Alle Links von den Personen sind unten in der Videobeschreibung. Schaut mal gern vorbei. Wir hoffen, wir vergessen niemanden. Und das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Abonniert den Kanal ganz, ganz dringend. Es geht bald eventuell hier gegenüber rein. Voll gut. Euch noch viel Spaß auf YouTube. Viel Spaß und wir sehen uns im nächsten Video. Genau, bis dann, der Henne. Tschüss.